Hallo und herzlich willkommen zum Cyclocross-Portal. Heute zeigen wir euch, was ein Cyclocrosser eigentlich ist. Ein Cyclocrosser ist ein ziemlich normales Rennrad. Man hat bloß dickere Reifen zwischen 32 und 33 mm. Man hat einen breiteren Hinterbau und eine breitere Gabel, was das durch den Schlammfahren erleichtert. Und ich habe jetzt an meinem Rad eine 1x10 Ultegra DL2 mit hydraulischen Scheibenbremsen. Ich habe vorne ein 42er Kettenblatt und hinten einen Tankrahmen von 11 bis 32. Damit sollte man eigentlich überall hochkommen. Also ich hatte damit jetzt noch keine Probleme. Dann habe ich jetzt eine hydraulische Scheibenbremse an meinem Rad, was das Bergabfahren um enge Kurven erleichtert, denn man kann umso später bremsen als mit einer Felgenbremse. Dann muss man eigentlich fast die ganze Abfahrt durchbremsen, weil die nur durchrutscht. Dann ist die Rahmengeometrie etwas nach oben verschoben, dass man das Rad besser schultern kann. Damit kann man leichter absteigen und schneller die Hügel hochrennen. Ja. Das Gewicht eines Cyclocrossers ist auch sehr wichtig. Deswegen haben wir hier an unserem Rad nur Carbonteile dran, dass das Gewicht sehr nach unten schraubt. Denn die Reifen und Felgen und so sind ja ziemlich schwer beim Cross und Scheibenbremsefelgen halt. Und unser Rad wiegt jetzt, so wie es hier steht, 7,6 Kilo. Das ist schon ziemlich leicht für einen Cyclocrosser mit Scheibenbremsen. Außerdem habe ich auch einen sehr harten Leichtbausattel drauf. Das reduziert das Gewicht um nochmal an die 100 Gramm. Film doch. Ja, schon. Der Lenker ist von 3T, eine Edition von London, von Olympia. Ist eigentlich ein ganz normaler Straßenlenker aus Carbon, man kann ihn aber im Cross natürlich auch fahren. Dann haben wir hier die hydraulischen Hebel, die sind eigentlich ziemlich schwer, aber dadurch gehen halt die Bremsen viel besser. Und wenn man jetzt eine Felgenbremse hat, ist es zwar leichter, die sind die Hebel 400 Gramm leichter normalerweise, aber man hat halt nicht so eine gute Hebelkraft. Man kann hier den Hebel viel leichter drücken und kann den Druckpunkt viel besser einstellen. Und man kann zum Beispiel auch mit einem Finger locker blockieren lassen, was das Bremsen sehr leicht macht. Wir benutzen Zip-Laufräder mit Dugast-Reifen, da Zip-Laufräder ziemlich leicht sind, breite Felgen haben und sehr steif, also steif sind. Und wir haben sie selber auf Scheibenbremse umgebaut, da wir keine neuen Laufräder kaufen wollten. Ich habe hier eine Kettenführung von, also SRAM, und eine Kettenführung außen, obwohl ich die eigentlich gar nicht brauchen würde, denn ich habe ein extra Cross-Kettenblatt, was das verhindert, dass die Kette runterfällt, und ich habe es jetzt eigentlich nur drauf wegen der Optik. Wenn man eine DL2 am Crossrad hat, ist es eigentlich sehr praktisch, wenn man das Akku außen dran hat, denn dadurch kann man das Akku schnell mal wechseln. Wenn es zum Beispiel im Rennen leer gehen sollte, kann man ins Depot Rad wechseln gehen und dann kann der Mechaniker schon gleich das Akku wechseln. Und wenn es jetzt zum Beispiel leer wäre und man jetzt im Akku, dann kann man das ja nicht einfach so schnell aufladen, das dauert ja eine Zeit. Und daher ist das auch vom Vorteil, und beim Schultern stört das jetzt auch nicht, wenn das da ist. Das war's auch schon wieder von unserer Vorstellung mit einem Cyclocross-Bike. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Cyclocross-Bike habt. Hier ist es ein Dynamics RSL Carbon Disc. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.